Ich sage nicht zum ersten Mal, mit der ISIS ist die offene Barbarei in den Mittleren Osten zurückgekehrt. Eine Gruppierung, eine terroristische Gruppierung, die mit unvorstellbarer Gewalt und Brutalität gegen alle vorgeht, die sich ihnen in den Weg stellen, gegen Christen, gegen Jesiden, aber mit genauso großer Brutalität auch gegen Muslime. Die ISIS orientiert sich nicht an Staatsgrenzen und deshalb können wir uns nicht entscheiden, entweder in Syrien etwas zu tun oder in den Irak, sondern wir müssen auf den gesamten Mittleren Osten schauen. Und der Kern unserer politischen Aktivitäten richtet sich im Augenblick auf Syrien. Nach einem Bürgerkrieg, der jetzt fast 4 Jahre dauert, 250.000 Tote, mehrere Millionen Binnenvertriebene und Flüchtlinge in den Nachbarländern, müssen wir jetzt nach Neuansätzen für eine Entschärfung des Bürgerkrieges, für eine Reduzierung der Gewalt und hoffentlich in einiger Zeit auch erste Schritte hin auf eine politische Lösung tun. Das haben wir in dieser Woche mit besonderer Anstrengung getan, in gemeinsamen Gesprächen mit dem Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura, und vorgestern Abend nochmal in einem Gespräch mit den amerikanischen, französischen und britischen Kollegen in Paris. Ich hoffe, dass diese Anstrengungen Erfolg haben, aber soweit wir uns um Syrien kümmern, können wir den Blick nicht abwenden über das, was sich im Irak tut. Wir müssen darauf setzen, dass die Frontlinie gegenüber ISIS tatsächlich auch gehalten wird. Und sie wird gehalten, zum Beispiel von den Peschmerga, von den kurdischen Streitkräften im Norden des Irak. Die haben wir in der Vergangenheit von deutscher Seite aus unterstützt. Natürlich vorrangig mit humanitärer Hilfe, aber auch mit militärischer Ausrüstung. Wir haben jetzt die Bitte vorliegen, sowohl der kurdischen Regionalregierung wie auch der Zentralregierung in Bagdad, darüber hinaus auch mit Ausbildung zur Verfügung zu stehen. Das haben wir sorgfältig vorbereitet durch 2 Erkundungsmissionen des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums in den letzten Wochen. Wir haben heute Morgen in einem Kabinett eine Entscheidung getroffen, von der ich überzeugt bin, dass sie nicht nur eine Unterstützung leisten wird für diejenigen, die dort am Boden gegen ISIS kämpfen, sondern die auch aus unserer Sicht in jeder Hinsicht verantwortbar ist, natürlich Abenteuer vermeidet. Und deshalb haben wir uns auf eine Obergrenze verständigt. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir Ausbildungsmodule zur Verfügung stellen. Und wir haben sichergestellt, dass die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, auch jederzeit zurückholbar ist, wenn die Sicherheitslage sich verändert. Humanitäre Hilfe, die politische Suche nach Auswegen aus der Bürgerkriegssituation in Syrien sind das eine, aber mit Blick auf die Gesamtsituation geht es auch nicht ohne militärische Unterstützung. Hier geht es nicht um einen Kampfauftrag, hier geht es um Ausbildungsleistung. Ja, wir sehen, dass die unfassbare Brutalität des sogenannten Islamischen Staates Tausenden von Menschen das Leben gekostet hat oder sie zu Flüchtlingen macht. Ja, ich mache jetzt mal so einmal dann einfach ein bisschen. Wir sehen, dass die unfassbare Brutalität des sogenannten Islamischen Staates Tausende von Menschen getötet hat, sie zu Flüchtlingen gemacht hat. Die Allianz gegen den Terror, 60 Staaten, die sich zusammengeschlossen haben, sind in erster Linie gefordert, eine große humanitäre Kraftanstrengung zu leisten, um diese Flüchtlinge durch den Winter zu bringen. Aber es geht auch darum, den IS zu stoppen. Und deshalb unterstützen wir diejenigen, die die Flüchtlinge schützen und die sich dem Islamischen Staat entgegenstellen. Das sind die irakischen Streitkräfte und innerhalb der irakischen Streitkräfte vor allem auch die Kurden, die Peschmerga. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir uns innerhalb der Allianz auf den Nordirak von Deutschland aus konzentrieren, dort unsere Verantwortung wahrnehmen.
Wir haben gute Erfahrungen mit den Peschmerga gemacht. Sie sind zuverlässig, sie sind motiviert, aber sie brauchen eine gute Ausrüstung und sie brauchen eben auch eine gute Ausbildung. Hier setzt die Ausbildungsmission an, nachdem wir begonnen haben mit Ausrüstungslieferung und Waffenlieferung, gehen wir jetzt tiefer auch in die Ausbildung rein. Wir werden etwa 100 Soldaten in den Nordirak senden. Wir arbeiten zusammen mit anderen Nationen, insbesondere mit den Italienern, aber auch den Niederländern oder den Skandinaviern. Wir haben die Ausbildung in Module aufgeteilt, zum Beispiel eine Grundausbildung, aber auch auf Wunsch der Peschmerga in der Sanität und in der Bekämpfung von Minenfallen, aber auch in Führung und Taktik. Räumlich wird die Ausbildungsmission sich auf Erbil konzentrieren. Unsere Partnernationen werden noch andere Orte im Nordirak zu Ausbildungsnestern machen. Aber zusammen werden wir diese gesamte Ausbildungsmission im Nordirak konzentrieren. Deutschland beginnt mit dem Aufbau der Mission, übernimmt dort auch weite Teile des logistischen Aufbaus. Die gesamte Ausbildungsmission ist unter der Gesamtverantwortung der Peschmerga. Das lässt uns die Freiheit, auch mit unseren anderen Partnern in den Funktionen zu rotieren, zu wechseln. Wir wissen, dass die Italiener sehr gerne auch die Ausbildungslogistik dann ab Sommer übernehmen wollen. All dieses ist jetzt in mehreren Erkundungsmissionen, aber auch in enger Absprache mit der Allianz gegen den Terror beschlossen worden. Für uns ist wichtig, dass zwei Dinge festgestellt werden. Ich habe vor etwa 10 Tagen mit Präsident Barzani telefoniert und da war erfreulich, dass Präsident Barzani sagte, dass innerhalb der Peschmerga auch gerne Christen oder Jesiden oder Moslems aufgenommen werden, wenn sie es möchten, um gegen den IS zu kämpfen. Das heißt, auch dort setzt sich langsam, aber sicher durch das Prinzip eines inklusiven Handelns, dass alle Gruppen gemeinsam sich dem IS entgegenstellen. Das begrüßen wir sehr. Und ein zweites Element war spürbar in diesem Telefonat, nämlich dass die kurdische Regionalregierung in engen Kontakt inzwischen auch mit der Zentralregierung sich abstimmt. Das ist ein gutes Zeichen für eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Landes. Dieser politische Prozess ist ja die Grundlage, dass nachhaltig auch eine Lösung gefunden werden kann.